willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Den Ton ein bisschen leiser machen. Wir haben eine Benachrichtigung bekommen. Anscheinend nichts Wichtiges. Ich frage den Riesenanwaltmann, mit dem derzeit spiele. Wir öffnen auch die Riesentruhe, aber das ist auch nicht das Special von. Es ist die Truhe im Shop, die legendäre Truhe. Aber als erstes öffnen wir mal die ganz normalen Truhen. Goldruhe, da kann auch immer was Gutes rauskommen. Vielleicht jetzt nochmal ein paar Mal den Riesen um. Schade, leider nicht. Wir öffnen auch gleich die Riesentruhe, komm. Einmal Spiele. 25 Megalakai und 230 Skelette. So schlimm war es ja jetzt nicht. Mit dem Deck spiele ich derzeit, aber spiele auch mit dem. Also einfach mal, was gerade Lust hab. Ich hole mir jetzt 5 Euro für die legendäre Truhe. Die öffnen wir dann. Dann machen wir ein paar Testspiele. Und lassen uns überraschen, was da draus kommt. Passwort eingeben. Jetzt hängt es wieder, warte. So, Benachrichtigung. Zu Ihrem Kauf. Beleg für den Google-Bestellung. Perfekt. Und da ist die Truhe. Durchatmen und hoffen, dass Holzfäller rauskommt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Prinzessin. Also was soll ich dazu zu sagen? Also bei Eismagier wäre ich ja komplett ausgerastet, weil den habe ich schon auf der Welt stehen 4-mal. Das ist gar nicht mal so schlimm, aber Holzfäller oder eine neue legendäre Karte wäre natürlich cooler gewesen. Verbessern wir mal Prinzessin Level 2. Mehr Trefferpunkte, mehr Schaden, aber Schaden ist wieder nicht so extrem. Testspiele mit meinem neuen Deck. Erstmal den Ofen als Verteidigung setzen. Auf die rechte Seite, da seine Hexe gerade kommt. Und sein Riese. Perfekt gesetzt. Wir machen trotzdem noch Schaden, aber so schlimm ist es also nicht. Mein Scherz, ich warte auf meine Prinzessin. Oder? Nein, einfach als Königsriese setzen. Das wird schon. Schief gehen. War wohl nichts, hätte doch lieber auf Prinzessin warten sollen. Also war schon eigentlich relativ gut. Wir wissen, dass ich Flächenschaden gut abwählen kann mit Kampfholz und so weiter und so fort. Ich glaube, der Ofen ist ein bisschen zu weit hinten. Nein, bitte. Obwohl doch. Ging nochmal gut. Weil die Skelette machen jetzt noch Schaden. Prinzessin Level 2. Let's go. Also die macht schon ein bisschen mehr Schaden. Er hat den Turm nicht getroffen. Oder doch?
Auf einfach Überraschungsangriff. Komme, was wolle. Ach, ich krieg schon seinen Turm. Ein Wächter gegen den Prinz. Er hat einfach keine Chance gegeben. Ich hätte lieber die Feuerwehr setzen sollen. Jetzt waren sie auch versetzt. Aber wir haben. Gutes Spiel, GG. Nice mit einem Prinzessin Level 2. Muss man schon sagen. Denkt ihr, ich bekomme jetzt es noch hin, noch ein Match zu gewinnen? Das war risky. Ich habe lieber auf den Turm hier gemacht. War eigentlich sehr, sehr gut verteidigt. Ich habe mir gerade schon gesagt, hoffentlich kommt er nicht mit irgendwas Kleinem. Aber natürlich muss er das machen. Aber ein Megalacker, ich konnte noch zwei Schläge machen. Das war sehr, sehr gut. Da auch viel Schaden macht. Jetzt zerstören die sich alle selber. Also sein Feuerball kann er gut setzen. Das muss ich tun lassen. Die Wächter müssen das jetzt eigentlich regeln. Prinzessin schnell. Perfekt. Und er hat die Prinzessin diesmal nicht getroffen. Diesmal war sein Feuerball nicht gut genug. Ja, die hat er auch noch bekommen. Seinen rechten Turm habe ich safe. Wegen meinem Pitz. Feuergeister, volles Manöver. Der wird jetzt auf 3 Sterne geholt. Ich habe noch schnell Blitz gesetzt, dass ich auch 2 Kronen bekomme. Und eine Goldruhe. Wäre jetzt nochmal lustig gewesen, hätte ich jetzt einen legendären Truhe bekommen. Oder Supermagie. Ich habe eigentlich gesagt, ich hatte eigentlich gerade einmal eine Supermagie-Truhe. Nur einmal. Aber Prinzessin Level 2 ist schon mega. Meine Freunde. Meine Freunde sind in Arena 9. Die haben auch bessere Truppen dafür. Also er hat auch noch sehr viele Level 2er Truppen. Er hat
gerade keinen im Deck. Und er hat jetzt ab neuestens den entfernten Drache bekommen. Und zweimal hintereinander ein Holzfeld. Ich weiß, wie er es gemacht hat. Auf jeden Fall übelster Lacker. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hätte mir natürlich Holzfäller gewünscht. Aber es ist halb so wild. Prinzessin ist ja auch nicht schlimm. Außer ich bekäme sie jetzt nochmal, weil ich bräuchte die jetzt viermal. Da würde ich lieber nochmal Funky bekommen oder Kampfholz. Oder irgendeine, die ich noch nicht habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern könnte. Oder was nächstes Mal als Video. Was nächstes Mal ein Video darüber machen soll. Über das Spiel. Über andere. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.